So, da bin ich nochmal mit den Star Wars News. Seit dem 7.2. wissen wir, dass David Benioff und G.B. Weiss von Game of Thrones Star Wars machen werden ab 2019. So richtig viel Information ist noch nicht geflossen. Heute bei dieser Mikrosendung, die ich jetzt hier hochfahre und euch frage, alle Fans, Kunden, Begeisterte von Star Wars, es ist eh alles ein bisschen, könnte es sein, dass vielleicht nur noch Film und nicht mehr Spiel waren im Fokus dieser Leute steht. Ist richtig, Game of Thrones ist natürlich ein Kassenschlager, da gucken viele, ist richtig. Eine Wahnsinnsserie, alle schauen sich das an, Game of Thrones. Aber dennoch, es hieß ja, Rian Johnson sollte machen. Na, hieß es doch. Gut, Rian Johnson, von dem höre ich nichts mehr im Moment, muss ich auch gestehen. Ist ziemlich ruhig geworden über Rian Johnson. Ja, ich höre auch nichts von J.J. Abrams wegen E9. Gut, jetzt nur Han Solo, ist klar, haben wir ja gesehen, Spin-Off, und wir haben die Dreharbeiten gesehen, wir haben den Teaser und den Trailer gesehen, sogar bei YouTube, in zig Längen und Kürzen. Und jedes Land ist anders und einiges Land hat sogar mehr. Viele haben ja schon gefragt, was sind das für Kostüme? Ne? Ritter von Ren sind es nicht. Ja, so sehen sie halt nicht aus, die Ritter von Ren. Das sieht aus wie so Banditos. Ne? Und er steht ja auch da, macht sein Colt klar da. Ne? Er hat ja auch einen ganz anderen Colt gehabt. Er hatte also nicht die Pistole, die wir kannten. Ne? Also er hatte irgendwie eine andere, aber egal. So sah er jedenfalls aus, im Schnitt. Aber wenn ihr das anders gesehen haben solltet, guckt euch das halt nochmal an. Ich esse zwar auch nicht alles, ja. Ich sehe mir auch aber alles an, weil ein Film ist vorgesetzt. Ja, ein Film ist vorgesetzt. Ich benutze ja auch verschiedene Themen. Ich versuche ja auch ein bisschen zu animieren und zu sagen, ey Leute, macht selber Videos. Dann können wir hier so gegenseitig Videos machen. Ihr macht ein Gegenvideo und so weiter. Und somit könnte man eine Video-Session machen über Star Wars, mit Star Wars, über die Themen. E7 nochmal aufgreifen, Rogue One nochmal aufgreifen, dann E8 haben wir ja noch nicht, laut Amazon erst ab 4.01.2019, ob es stimmt, weiß ich nicht, wir haben jetzt schon Februar, ein anderes Datum habe ich nicht bekommen. Die einfache Version von Star Wars hatte man schon auf den 5. Oktober gesetzt, ja, eine normale DVD, lass uns überraschen, also jedenfalls zu Weihnachten soll das irgendwie erscheinen, E8 auf DVD, Blu-ray und so weiter und so fort. Lassen wir uns überraschen. Also wenn das so spät kommt, oder wenn alles so irgendwie spät erscheint, dann kann das gar nicht so schlecht gewesen sein. Denn wenn man Umsatzeinbrüche hätte als Disney, ja, dann wäre die Ware schon längst auf dem Tisch. Ja, also lassen wir uns da gar nicht mal beirren. Die Filme sind alle im Range, die sind alle versorgt, die finden alles gut. Nur, wie gesagt, Rey, Darstellerin, Daisy Ridley und so weiter, die haben alle gesagt, dass sie wohl nicht da erscheinen werden, was da vielleicht gar nicht sein könnte, vielleicht doch. Gestern, na, oder heute Morgen auch, habe ich mir die Sendung nochmal angesehen, die Star Wars Sendung, und da wurde, Game of Thrones, die kommen, die beiden machen das, David Benioff und D.B. Weiss, die beiden machen das, die werden eine Trilogie, Kennedy und Catherine Kennedy ist da wohl auf und so weiter und so fort. Aber ich frage euch, vermisst ihr das nicht so? Oder verfolgt ihr das nicht so? Was ist jetzt mit Rian Johnson? Na? Was ist mit J.J. Abrams? Macht er jetzt einen neuen? Machen doch andere? E9 ist auch noch nicht angelaufen. Ich habe es nicht gehört, dass da irgendwie einer angelaufen ist und schon am Drehen wäre. Ja, also Han Solo ist fertig. Können wir uns halt im Mai am 24.05. anschauen. Ich werde mir anschauen. Werde danach auch sicherlich drüber berichten. Und ich frage euch dennoch, als Admin der Gruppe frage ich euch, als Filmgruppe, als Filmemacher etc. Ich hab auch genügend Aufträge hier laufen, die ich dann hier so nebenbei noch abfertige, damit einige Fragen beantwortet werden. Diese Sendung wird jetzt extra nicht hergestellt. Die mache ich beiläufig, weil ich sowieso am Arbeiten bin. Und wenn Pause ist, mache ich die Kamera an und spreche drüber, weil ich dann irgendwas Neues da gerade wieder entdeckt habe, wie Game of Thrones, wie David Benioff und Herr Weiss, dass die beiden da Star Wars jetzt im Boot sind, Star Wars machen werden. Eine Serie steht da. Serie, nicht Trilogie. Also, Han
Solo. Disney hat ja auch einen Sender gekauft. Kann sein, so dass Story. Game of Thrones die Serie machen. Kann so. Ach, wir haben Karneval, deswegen mache ich heute nochmal einen Videoclip. Ganz viele Knirpse waren da, Kylo Ren, Han Solo, ganz viele Kostüme der Knirpse, so um die 9 und 10 Jahre alt. War unheimlich lustig, wir haben auch wieder debattiert, wir haben uns auch die Originalkostüme angeschaut, die da hinten in der Ecke stehen, die natürlich für Knirpse ab 9 Jahre, ist klar, unbezahlbar. Aber fand ich lustig, haben sie gezeigt, hier, guck mal, ich bin Kylo Ren und ich bin Han Solo. Ach, herrlich, Chewbacca war auch da. Der ist natürlich gut eingekleidet, weil 2018 bei der Kälte, Karneval, wer weiß wie kalt. Ja, richtig, war super kalt für die Erinnerung, 2018 Karneval. Am 9.2. wurde hier dieser Clip gedreht. Waren also viele Knirpse da, die ihr Kostümchen gezeigt haben. Fand ich super, fand ich toll. Wurde auch mit vielen Fans gesprochen, die jetzt so ein bisschen irritiert sind, die ihre Sammelleidenschaft an den Nagel hängen. Nicht alle, wohlmerklich, aber eine Menge. Die halt mir schon ihre Sachen angeboten, du, ich will nicht mehr, das ist mir zu viel. Einmal ist es der Rian Johnson, der da was machen soll, dann der J.J. Abrams, der da was machen soll. Und jetzt der David Benioff und D.B. Weiss sollen da auch was machen von Game of Thrones. Ich weiß nicht. Auch die schönen Informationen, die man so bekommt, wie der Druide bei Han Solo. Der Druide bei Han Solo ist eine Frau, ja, ist eine Sie. Kommt aus dem Spektrum 1333, der L3. Ja, sieht aus, ne? Ich hatte gestern durch Zufall den Spielfilm gesehen bei Amazon. Ich gucke ja kein Realfernsehen mehr. Realfernsehen ist bei mir out. Ich habe auch keine Lust mehr, Staatsfernsehen zu schauen. Ich ärgere mich sowieso, Rundfunkgebühren etc. Da habe ich überhaupt keine Lust mehr drauf. Und wie gesagt, Amazon sehe ich sehr gerne. Dann Netflix natürlich und so weiter und so fort. Ich sehe sehr gerne Serien etc. und pp. Dass ich jetzt gerade am Stottern bin, ist, weil ich hier noch ein paar Filmaufträge habe und ich sah da gerade was Lustiges. Deswegen kam ich gerade ins Stutzen, sowas drehen nicht. Ist egal. Wie gesagt, die Filme dürfen wir nicht zeigen, tun wir ja auch nicht. Wir bleiben halt bei den Großen. Jetzt war Han Solo etc. Ne? Astral. Der Droide, habe ich gerade gesagt, das sagt einer gerade, der erinnert mich so ein bisschen an Numero 5 lebt. Ne? Also Numero 5 lebt, der hatte Ketten, war also nicht auf Stelzen, aber egal. Ne? Also vom Äußeren sah er nicht aus wie Numero 5 lebt, sondern darauf wollte ich gerade, deswegen sagte ich ja, bei Amazon habe ich gestern gesehen, gesagt, habe den Namen vergessen, weil er mich da gerade irritiert, diesen japanischen Film da, wo die sich... Rangers, genau, diese komischen bunten Rangers, ich habe den Namen vergessen, weil so oft gucke ich das nicht, diese Rangers, ne? Gelb, blau, schwarz, gelb, grün und der rote Ranger, ne? So ungefähr kam mir auch dieser Roboter vor, also dieser Roboter, der im unterirdischen Raumschiff war, der diese Rangers dann ausgebildet hatte, sieht halt dem schon ein bisschen ähnlich mit diesem runden Kopf und den Augen, ne? Könnte man sagen, Power Rangers, jetzt haben wir, kann ich ihm auch reinschreiben da, ich sehe gerade Power Ranger, dieser ist ähnlich, zack, ne? Habe ich ihm gerade gesagt, ne? Also ich sehe Power Rangers, dieser Droide, der die Power Rangers ausgebildet hat nach dem neuen Spielfilm, nach dem neuen Power Ranger Spielfilm, kein Trick, sondern der gerade frisch im Kino gelief und jetzt bei Amazon zu sehen war und so weiter und so fort. Ja, 1333, ein Hauch von drin, ein Western, endlich mal ein Western. Der eine schrieb, oh Mann, ich bin ein Western-Fan, endlich kommt mal was für mich, ein Space Cowboy. Ich bin natürlich immer noch der Fan von dem Space Cowboy. Dieser Space Cowboy aus Old Republic, der gefällt mir schon. Ja, also würde mich schon freuen, wenn es den gäbe. Ja, oder wenn der dabei wäre. Oder wenn eine Trilogie, es sollte ja angeblich eine Trilogie von Han Solo kommen. Und langsam bin ich der Meinung, dass das alles so gewollt war, diese Fehlereinspielungen. Diese Gefechte, gefällt uns nicht, musst du neu machen. Also manchmal ist das eine wunderbare, neuartige Strategie. Ich habe gerade mit einigen Künstlern hier gesprochen, dass so eine Art Strategie, dass der Film vielleicht Murks ist und in Wirklichkeit gar kein Murks ist.
Ja, so. Ihr versteht, was ich meine. Schlechte PR ist auch eine gute PR. Überhaupt PR ist PR. Ob gut oder schlecht, das ist dahingestellt. Aber Han Solo, das, was wir uns gezeigt haben, auch wie er fuhr, ja, wir haben ja die Dreharbeiten gesehen, das waren ja alles normale Autos. Und die sahen auch ziemlich lustig aus und was sie daraus gemacht haben. Auch den Zug, ne? Den Zug, den sie uns da gezeigt haben, ist ja auch in verschiedenen Sachen, die man da irgendwie adaptiert und dazu ordnen könnte. Aber klasse gemacht. Ne? Den Gefangenenzug da wieder runterfuhr und so. Ist eine tolle Sache. Und auch die Bar, auch die Sängerin und so weiter. Jetzt muss ich eben stoppen. Nee, doch nicht. Wie gesagt, während ich hier mache, habe ich da noch eine Filmproduktion am Laufen. Deswegen, wenn eine Kamera an ist, springe ich schon mal davor und versucht dann so einen Beitrag zu machen, so wie jetzt auch, über Han Solo. Also Han Solo ist eine tolle Geschichte, finde ich. Ich finde Star Wars, also ich persönlich werde mich nur noch für Star Wars interessieren. I love Star Wars, richtig? I love Star Wars, aber nur noch als Film. Film, egal, nicht mehr als Püppchen. Ja, darauf wollte ich nämlich auch. Ich habe also viele Kunden, die die sogenannten Püppchen, also keine Lust mehr auf sammeln. Sie sind also traurig. Ja, erst Ryan Johnson. Keine Ahnung, was daraus geworden. Sag ich, weiß ich auch nicht. Ich höre nichts, lese nichts. Ja, was macht denn J.J. Abrams? Macht er jetzt 9 oder macht er jetzt nicht 9? Hm? Wie kommen die jetzt auf Benioff und Herrn Weiss von Game of Thrones? Ja, sag ich, weiß ich auch nicht. Ist aber so. Na? Die haben es gemacht, die machen, ne, kommen jetzt. Wir sind jetzt halt, ich auch, sag ich, komm. Ich interessiere mich nur noch für den Filmclub. Film, ich schaue mir die Filme an, so wie Power Rangers gestern, wenn ich da irgendwelche Adaptionen sehe und dann plötzlich so einen Druiden sehe aus 1333, den L3 da. Ist oder ist nicht, also er sieht nicht aus wie 5. Ne? Wenn ich den Kopf sehe, also wie gesagt, diesen runden Kopf, den der Druiden oder der L3 und so weiter. L3, auf eine Art soll es uns vollkommen egal sein, ob in China nun ein Reisknaller knallt oder nicht oder ein Sack umkippt oder auch nicht. In China wird er nur Han Solo heißen und nicht die Star Wars Story, nichts mit Star Wars, nur einfach Han Solo, Western, Space Western, ein Space Cowboy wird in China irgendwie das gehandelt. Hab da einige Sachen schon gesehen. Ich habe auch bei einigen anderen mehrsprachigen gesehen, in Brasilien und so, läuft ein bisschen länger die Trailer, wie uns hier für uns gegeben hat. Ist aber nicht schlimm, ist ja auch dort alles synchronisiert in der ihren Sprachen. Man konnte also sehr viel schon sehen. Man konnte also auch gewisse Darsteller schon sehen, die aus Game of Thrones zum Beispiel, die Dame, wird ja auch schon gehandelt als die Mutter von Rey und all solche Sachen. Dabei ist das alles ein bisschen anders, ja, ist ein bisschen angehaucht, das Ganze ist richtig. Sind aber natürlich mal wieder Kinder aus irgendwelchen Kinderheimen etc. mit 10 Jahren schon auf der Straße gelebt und so weiter und so fort. Es sind immer so die Hallodris, immer die Outsider, die irgendwann mal die Stars werden. Also normale auf keinen Fall. Normale versagen immer. Immer die Outlaws, ne, das macht Spaß. Immer ein Gangster sein, das macht noch mehr Spaß. Immer, ne? Wie gesagt, sind alles Outlaws, die da gewinnen werden, die im Kosmos, die im All herumschwirren, ja, und so weiter und so fort. Zeigt, dass man lassen darf, die öffentlich lügen mal, darf und seitdem auch die CDU zeigt, wir dürfen lügen, wir dürfen betrügen. Ist hier eine gewaltige Stimmung. Ja, hier sind ja auch gewisse Sachen. Viertel, Städte, Kommunen, die das gar nicht mehr so toll finden, was hier so abgeht. Und hier geht eine Menge ab. Und das kann es nicht sein. Na, das kann es nicht sein, dass das da so gemacht wird. Und wir halten uns aber, wie gesagt, da raus. Wir bleiben nur noch bei Star Wars. Wir bleiben nur noch bei Han Solo. Wir bleiben beim Western, beim Cowboy und so weiter. Und so fort. So, 2018 ist nun mal Solo Han und ist halt dieser Cowboy, ist nun mal Space und so weiter. Also es ist Abenteuer nicht, sondern Western, ja, Abenteuer, Western etc. PP mit Gaunern, mit Strategen, mit dunklen Szenen, ein bisschen Hauch von Mad Max ist auch dabei. Also, na, kurzer Sinn, schauen wir uns an, am 24. Mai Han Solo, der Film. Hier in Deutschland, so heißt er, in Europa wird er auch so heißen. Ein Stückchen, ein Hauch aus 1333 ist dabei. Ein bisschen aus Old Republic ist dabei. Also es ist ein schöner Mischmasch aus allem. Die erste Szene war ja schon stark, wie der Wagen kam. Ja, also die Minions sind immer hier. Aus dem Netz. Und da waren die Würfel. Da waren direkt die Würfel zu sehen. Also die Endszene mit Kylo Ren aus 8 mit den Würfeln, die da zerbröselten, brrr, ne, in den Sand. Und dann
bei Han Solo die Würfel wieder zu sehen sind. Also irgendwie, irgendwo ist immer etwas aus einem anderen Film mit dabei. So, der Droide zum Beispiel, okay, der sieht ein bisschen aus wie von den Power Rangers, der da die Jungs ausgebildet hat und die Mädels, die zwei, gelb und grün und blau und schwarz und rot. Ne? Also die Power Rangers. So ungefähr sah er aus, der L337. Ich habe gerade recherchiert, den gab es aber leider noch nicht. Kann man also noch nicht kaufen, ist noch nicht geordert, ist noch nicht als Püppchen auf den Weg gebracht, der L337. Wird ein bisschen dauern, wenn wir Glück haben, im Juni, Juli, dass es den dann auch schon zu kaufen gibt. Ich werde gleich mal bei dem Spezialisten Ferreira gucken, ob er ihn da schon geordert hat und man den vorordern kann. Also Amazon hat ihn nicht. So, die Druiden. Ja, worauf ich mich konzentrieren werde, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wirklich nochmal Kunden kommen werden, die wirklich Interesse haben, Sammelfiguren zu kaufen. Ich bin kein Sammler, ich bin Verkäufer. Verkaufe Sammelwaren und habe die Sammelfiguren verkauft. Ich habe natürlich Unikate, ganz viele Unikate hier hängen, aber die haben ihren Preis und ob einer, keine Ahnung, wie gesagt, das ist nur für Fans oder nur für Freunde, die ein Unikat sich irgendwo hinhängen oder hinstellen möchten. Wir haben auch noch ein paar Großfiguren da. Mal schauen, ob wir den Han Solo nicht auch nochmal einkaufen. Han Solo macht ja jetzt Sinn, ihn irgendwie als Werbung ins Fenster zu stellen. Wir arbeiten auch dran an riesige Monitore, 55 Zoll Monitore, die wir dann irgendwo aufstellen wollen, um da ein bisschen einen Hauch von Star Wars zu zeigen. Müssen wir schauen, aus Sicherheitsgründen so, dass die Sonne den Fernseher nicht kaputt, haben wir nämlich schon mit kleinen 37 Zoll Fernsehern gemacht. Die gingen uns aber kaputt, weil die Sonneneinstrahlung doch hier immer ist. Das ganze Jahr haben wir irgendwo irgendwann Sonneneinstrahlung, so wie jetzt gerade auch. Und dann würde unser Fernseher irgendwie kaputt gehen. Leider, ist halt so. Auf eine Art ist es gut, 3x3 Meter, wo wir dann richtig schöne Animationen machen. Aber in der heutigen Zeit sind wir ja alle am Fliehen, wie das Universum flieht ja auch. Und in dieser Flucht hat man keine Zeit, sich hinzustellen und ein bisschen auf den Monitor zu gucken. Besonders, ne, hat keiner so richtig Lust. Ob wir es machen werden, weiß ich noch nicht, muss ich schauen, geordert ist, es ist da, etc. und pp. Ach ja, sollte jemand sehen, der die Super 8 Filme haben sollte, von Star Wars, sich mal melden und drunter schreiben oder uns ancallen hier bei Facebook, würden gerne aufnehmen und das mir dann, weil wir auch Super 8 machen, haben wir gerade wieder so 90 Meter Auftrag hier, 90 Meter Familienauftrag von, wann war das? 1982, die Kinder sind heute groß. Ich mache gerade den Auftrag, deswegen fällt mir ein, wer also noch ein bisschen Super 8 hat. Ich werde meinen nochmal raussuchen, wie ich 18 war, durfte ich ja drehen, 3 Minuten. Diese 3 Minuten habe ich noch, die Anfangssequenz von Star Wars, die habe ich noch und bin ja auch noch stolz drauf, dass ich die auf Super 8 noch habe. Da war ich 18 Jahre alt und jetzt bin ich leider ein bisschen älter. Und verabschiede mich auch aus diesem Genre. Ich werde also nur noch Zuschauer, User und Verkauf. Hier auch, ist klar. Aber produzieren und so weiter werde ich wohl nicht. Ein Admin bleibe ich erstmal. Vielleicht übergebe ich diese Administration auch noch jemand anderem. Muss ich schauen. Im Moment halt noch nicht. Solange ich kann, werde ich machen. Es ändert sich bei YouTube eine Menge, ist klar. Es ändert sich ja überhaupt überall. Bei Star Wars ist auch klar, ändert sich auch alles. Ich hoffe, es macht Spaß, hin und wieder mal so einen Clip zu schauen über Han Solo oder überhaupt über Star Wars, überhaupt über das ganze Thema. Müssen wir mal zusammenschneiden. Also ich fand super toll, diese Knirpse heute in ihren Star Wars Kostümen, die hier waren, die sie vorgestellt haben. Sah super toll aus. Für Kinder gibt es ja genügend Kostüme, die sie so tragen. Hat nichts mit dem Original zu tun. Die stehen dann immer vor dem Original. Oh, hätte ich auch gern. Ist klar. Aber Originalkostüme, Originalcosplay, kosten ein bisschen und sollte man einem Kind für Karneval natürlich nicht überreichen. So, wie gesagt, ich fand es super toll, dass ihr da wart. Ich fand es super toll, dass ihr besucht habt. Ich fand es super toll, dass wir uns im Jahre 2017 wirklich ausgetauscht haben. 2017 war, also das schönste Jahr war 2016, muss ich einfach sagen. 2015 war halt PR. Unser Eins wusste direkt Bescheid, was los ist mit E7. Bei E8 war man so, ne, was geht denn da so ab, war ein bisschen Knatsch, ist klar. Jetzt hier bei Han Solo war ja ganz viel Knatsch, hörte ja gar nicht mehr auf mit Knatsch. Zu viel Information. Daraufhin haben viele gesagt, ich will nicht mehr, ich will auch gar nicht mehr wissen, was Rian Johnson macht, ich will gar nicht mehr wissen, was J.J. Abrams macht.
Jetzt kommt auch noch David Bernhoff dazu, D.B. Weiss kommt auch noch dazu. Kauf, Umkauf, noch mehr Kauf, wir kaufen, wir hören gar nicht mehr auf zu kaufen, wir bringen eine eigene Serie raus und richtig. Einige Fans haben recht. Ich bleibe bei Han Solo jetzt erstmal, kümmere mich drum, mal gucken, ein paar Figuren von Han Solo einkaufen, die hier hinzustellen, ne, in Erinnerung von Han Solo. Schauen wir mal. Ich wünsche euch viel Spaß, ich wünsche euch einen tollen Karneval, ich wünsche euch einen tollen Kinoabend, ich wünsche euch einen tollen Home-Kino, ich wünsche euch einen tollen Film bei Han Solo und wie gesagt, die Knirpse rennen heute hier viel, viel, viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir erleben uns wieder im Jahr. Unsere Knirpse zwischen 9 und 12 rennen hier in ihren Kostümen rum. Han Solo und so weiter, beziehungsweise Kylo Ren, ist klar. Und so weiter. Mädels habe ich jetzt noch nicht gesehen, waren überwiegend Jungs. Die Frage, die gerade kam, die fand ich nicht schlecht, deswegen bin ich jetzt hier nochmal on air. Welche Figur soll ich denn jetzt sammeln, wenn ich sammle? Ja. Ja, die Knirpse. Ja, welchen Han Solo soll ich denn jetzt sammeln? Harrison Ford als Han Solo oder den neuen als Han Solo? Ja, soll ich den neuen, gibt es noch nicht. Ich weiß nicht, wie sie den machen werden, ob die Gesichtszüge so sein werden oder irgendwie angleichen, keine Ahnung. An sich müsste ja dieser Schauspieler dann als Figur dann hier hängen als Han Solo. Ich war auch gerade bei Amazon. Wie gesagt, neue Figuren von Han Solo gibt es noch nicht. Es gibt viele andere Figuren von Han Solo. Ich meine, ich bin zufrieden damit. Also ich möchte diesen Cowboy sein. Im Moment bin ich immer noch Captain Rex. Und der ist hier, hängt immer noch wunderbar hier an der Wand, der Captain Rex. Ich werde auch gleich wohl ein wunderschönes Bild wieder von ihm irgendwie zusammen, schön groß und irgendwo hinhängen, den Captain Rex. Wie gesagt, Han Solo hängt ja da oben, ja, in uralter Version hängt er da oben, der Han Solo, nicht schlecht gemacht von einem Künstler, ist natürlich Harrison Ford, ist klar. Und ob der Neue da irgendwie irgendwann mal vervielfältigt wird oder hergestellt oder gezeichnet, weiß nicht. Ja? Also, ich wünsche euch wirklich viel Spaß mit Star Wars. Ich hoffe, ihr bleibt Star Wars treu. Wie gesagt, nach 40 Jahren ist das immer so eine Sache. Star Wars ist jetzt 41 Jahre alt. Ist immer so eine Sache. Ne? Star Wars boomt jetzt. Man hört nichts von Rian Johnson. Man liest auch noch nicht von J.J. Abrams. Und man weiß auch nicht David Benioff und D.B. Weiss. Game of Thrones, was da so kommt, weiß man alles nicht. Viele Spekulationen. Würden sich viele freuen, wenn Old Republic endlich. Viele würden sich freuen, wenn 1333. So, der Droide ist ja schon eine Adaption aus 1333. Und der Droide ist ein weiblicher L3 sowieso. Egal. Ne? Also wie gesagt, der aussieht da wie von den Power Rangers. Ne? Mit dem runden Kopf und so. Ja, irgendwo werden die Droiden ja irgendwie doch irgendwo abgeleitet. Ich meine, der lustige Droide bei Power Rangers Kinofilm, der jetzt vor kurzem im Kino war, sah ja auch nicht schlecht aus in diesem sogenannten Raum, wo die ja trainiert wurden da, die Power Rangers. So, hat aber nichts mit Star Wars zu tun. Wie gesagt, Star Wars Western, da hätte ich wirklich richtig Lust drauf. Ich bin auch ein uralter Western-Fan von Elton John, wollte ich schon sagen, nein. Ihr wisst schon, wen ich meine, die uralten Fuzzi zum Beispiel oder so, die Väter der Klamotte, diese Western mit John Wayne und so weiter und so fort. Das waren schon tolle Sachen. Und wenn man die jetzt auch irgendwie auf die Reise bringt oder irgendwie neu macht oder darstellt, wäre gar nicht mal so schlecht. Wir würden uns freuen, wenn eine Trilogie aus Han Solo würde, was schlecht angefangen kann, wunderbar enden, wenn dieser Regisseur, der jetzt Han Solo gedreht hat, weitere drehen dürfte, hätte er wenigstens seine Trilogie. Und wenn dann David Benioff und D.B. Weiss, wenn die ihre Trilogie haben und wenn Rian Johnson die Trilogie machen dürfte, wie angekündigt, dann hätten wir 9 Filme, die wir uns anschauen können bis 2025. Was weiß ich, vielleicht eine neue Serie, vielleicht die Rebels real, ja. Wer weiß, die Rebels real, keine Ahnung, vielleicht kommt ja 1333, vielleicht kommt ja noch Old Republic. Wie gesagt, wir haben 25 Jahre Zeit, um das einzuholen, was Disney gesagt hat. Ihr werdet Star Wars nicht überleben, so viel Star Wars wird erscheinen. Ja, ich habe noch 25 Jahre, wenn ich Glück habe und ich freue mich jetzt auf Han Solo im Mai. Wenigstens einen und wenn ich Glück habe, sehe ich auch noch 9.
und so weiter und so fort. Und dann, ja, dann schauen wir mal, was ab 2020 wirklich los ist. Ja? Boba Fett war im Rennen. Da waren so viele im Rennen. Keine Ahnung, lassen wir Cut. Wie gesagt, sind neun Filme, die vielleicht irgendwie kommen werden. Dreimal Trilogien als Luftblase im Moment hier im Raum. Einer kommt ja, das wissen wir, 2019. Lassen wir uns überraschen. Und ja, jetzt ist erstmal Han Solo dran. Ich recherchiere weiter nach E9. Mal sehen, was J.J. Abrams mit E9 so macht. Er wollte ja mit seinem Co-Device da, wollte er da irgendwas machen. Na, hat er auch einen Co-Regisseur bzw. Drehbuchautor, der da irgendwie eine Story zusammensetzen wollte. Aber ich fand es schon mal gut, dass Han, also das E8 mit diesen Würfeln, die zerbröselten, dann komischerweise jetzt hier bei Han Solo auftauchen. Ne? Hallo, grüße. You think you can